Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Rising World. Ich wollte mir jetzt erstmal in Vorbereitung auf die Nacht ein kleines Lagerfeuerchen machen. Da brauchen wir aber noch ein bisschen Holz. Vielleicht könnten wir auch noch die ein oder andere Fackel verteilen, damit wir ein bisschen Licht haben. Ich wollte eigentlich die Nacht mal durcharbeiten, mal gucken. Wobei das ein bisschen problematisch werden könnte, weil hier in der Nähe scheinbar gar keine Eisenvorkommen sind. So auf Anhieb. Ach doch, da oben ist was. Ah doch. Doch, da finden wir schon was. Bloß nachts müssen, naja, im Ernstfall schlafen wir eine Runde. Ich hoffe, der Ton ist einigermaßen geworden jetzt für die Aufnahme. Jo, eine weitere entspannte Folge Rising World hier bei UFO-Mann Let's Play. Passend zum Winter. Stressfrei. Jo, dauert immer so eine Weile hier so einen Stamm abzuhacken. Jetzt habe ich einmal zu viel gehackt, dann ist er gleich weg. Mit gedrückter Maustaste wird hier gehackt. Und nächste, was ich mir aus Metall dann bauen möchte, ist eine Sense. Damit wir eine schöne Fläche für unsere ersten Bauten bekommen. Und im Hintergrund grunzt das Schweinchen. Hier haben wir noch Setzlinge für Pflanzen, für Bäume. Denk jedes Mal, du bist ein Stein, dabei bist du ein Schwein. So, da hinten siehst du jetzt, weiß ich auch, warum ich den Baum abstehen lassen. Damit ich nämlich mein Lager wiederfinde. Oh, ein Riesenkürbis, cool. Ja, übrigens habe ich gelesen, dass die Gesundheit, die füllt sich wieder auf, indem man einfach auf 100% Nahrung geht. Ach so, ja, jetzt wollte ich ein Feuerchen machen. Und vielleicht sogar, ja, wir werden mal was essen. Mal gucken, dass wir die richtig voll kriegen hier, unsere Nahrung. Also Obst und Früchte füllen halt gleichzeitig noch Wasser auf. Ich glaube, dass... was wollte ich jetzt machen? Feuerchen. Und ich glaube, dass... dass wenn man nur Fleisch isst, dann füllt man das Wasser nicht nach. Ja, Feuerchen. Man muss immer ein bisschen warten, bis es dann erscheint, scheinbar. Ich sehe es kaum. Aber ist eigentlich auch fast egal, der Platz, wo wir es hinstellen. Ja, die... Ah, der wird echt Zeit, dass wir das Gras hier wegbekommen. Deshalb werden wir noch ein paar Steine... Wie viele Steine haben wir denn jetzt eigentlich? 23 ist nichts. Ob das Werkzeug sich abnutzt, weiß ich nicht. Hacken wir hier mal rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt mehr Steine haben. 27. Und wenn wir jetzt hier unten so langlaufen, wo das runtergerollt ist. Bleibt bei 27. Okay, also wir müssen nicht diese Kugeln da einsammeln. Kommt so ins Inventar. Oh, wir brauchen, glaube ich, 130 Steine fast oder so für unseren... Sobald es dunkel wird, werden wir auch ein paar Fackeln noch bauen. Aber erstmal gucken wir, dass wir hier einen gewissen Steinvorrat uns anlegen. Ich hoffe mal, dass das nicht zu lange dauert. Wird nicht die ganze Folge dauern. Dann werde ich mir zuerst einen Ofen bauen. Also einen Schmelzofen. Und danach müssen wir ein bisschen Erz abbauen, damit wir uns eine Sense bauen können. Und mit einer Sense möchte ich dann erstmal meine Ebene hier so ein bisschen befrieden. Damit wir einen schönen Bauplatz haben für unser erstes Gebäude. Wir werden wahrscheinlich am Anfang erstmal gut. Wir könnten noch eine kleine Landwirtschaft betreiben.
Anfang werden wir erstmal so ein kleines. Ich werde versuchen, von Anfang an so ein bisschen modernen Baustil schon zu machen. Hier soll ja dann im Prinzip so ein kleines Science-Fiction-Dorf entstehen. Also die Grundgeschichte ist ja die. Oh, da sind Äpfel. Ich werde mal da hingehen, mir noch die Äpfel holen. Ich hatte das ja bei meinem Minecraft-Let's Play schon mal in Betracht gezogen. Da war die Geschichte ja auch, dass ich ein Außerirdischer war und habe dann da auch so eine Stadt kolonisiert. Mein Ufotopia. Ist aber ausgelaufen, dieses Let's Play. Und der ähnliche Gedanke ist dann hier bei diesem Let's Play auch, dass ich im Prinzip ein Außerirdischer bin, der hier gestrandet ist auf diesem erdähnlichen Planeten, der hier wieder wegkommen will und sich dann ein UFO bauen will. Weiß noch nicht, wie groß es ist oder ob wir einen ganzen Raumhafen bauen. Gucken, wie sich das entwickelt. Guck mal da hinten, das Kindschwein. Das sieht doch aus wie eine Ressource da hinten. Aber es ist bestimmt Kupfer, oder? Wo war denn das? Hier irgendwo? Ist aber kaum zu sehen durch das Gras. Mist, von oben habe ich es gesehen, von unten sehe ich es nicht. Das Gras ist zu hoch. Ah ja, gut. Dauert ganz schön lange, bis es dunkel wird. Guck mal, was haben wir hier noch? Kohle? Sieht mir aber sehr nach Kohle aus. Nehmen wir ein bisschen was mit, wa? Da fallen auch immer ein paar Steine bei an. Bei so einer Aktion hier. Wie gesagt, 200 Materialien, die wir hier bis jetzt farmen können. Und kommt immer wieder neue Updates und so, was ich gesehen habe, kann man seinen Spielstand, also das ist auch ein großer Vorteil, man muss nicht immer wieder einen neuen Spielstand starten, wie bei manchen anderen Spielen, die Early Access sind, sondern wir können immer weiter an unserem Spielstand bleiben. Die Neuerungen werden dann übernommen. Kann natürlich sein, wenn ein neues Metall eingeführt wird, dass man ein bisschen weiterlaufen muss. Dass es nicht in der Region spawnt, wo man schon gespielt hat. Wir werden auch irgendwann mal eine Erkundungstour machen. Wollen wir mal gucken. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube auch, dass es eine unendlich große Welt ist. Also es ist nicht eine Insel, aber sicher bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig. Da werden wir dann auch noch einen Kompass bauen, dass wir auch wieder zurück nach Hause finden. Und ich werde dann zwischendurch auch mal offscreen, wenn wir dann die Anfänge des Spiels überwunden haben, offscreen mal ein bisschen Ressourcen sammeln und so. Ist ja für den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen langweilig. Wobei, mir macht es eigentlich auch Spaß, bei Minecraft Let's Plays zu sehen, wie da Ressourcen gefarmt werden. Wie ihr wisst, bin ich ja kein Freund von Kreativmodus. Das ist die Herausforderung für mich nicht. Oh, guck mal hier. Ist das Stein oder Eisen? So, wie viele Steine haben wir jetzt? Jetzt haben wir 64, ne? So langsam kommt es zusammen. Wir haben Silbererz. Noch mehr Stein. Okay, dann können wir jetzt schon unseren Schmelzofen bauen. Können sogar schon ein bisschen Silbererz schmelzen, aber damit werden wir keine Sichel bauen können. Dazu brauchen wir Eisenerz. Wir bauen uns erstmal einen schönen Ofen hier. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, wir können. Na, ich glaube, wir können später auch die Sachen hier noch versetzen. Werkbänke, Schmelzofen. Ja. So, machen wir einen schönen Schmelzofen. Stellen wir uns jetzt mal. Hier haben wir ein bisschen Wolframerz. Mann, Junge, Junge. So, dann stellen wir uns mal den Schmelzofen. Können wir den drehen irgendwie? Können wir doch, oder? Ja. Stück für Stück. So. Stellen wir den gleich mal hin. Den braucht man, glaube ich, zurzeit noch nicht nachladen mit Brennmaterialien. Der brennt unendlich. Ich weiß nicht, ob das Lagerfeuer hier auch. Wo ist es denn? Ob das auch unendlich brennt, weiß ich nicht. So, okay, wir machen den jetzt mal an.
Und jetzt können wir unsere ganzen Erze da reinlegen. Sind. Haben wir hier Wolframerz? Mit F? Oder müssen wir mit rechts? Ah, mit rechts. Ich weiß noch nicht, wofür wir Wolfram brauchen. Aber so, solange wir unterwegs sind, können wir immer nebenbei ein bisschen schmelzen. Oh, hat mir bei diesem Silbererz noch, hat mir bei diesem Spiel auch gefällt, ist, dass es halt nicht so unglaublich langatmig ist, wie zum Beispiel The Life Feudal, was ich auch schon ganz cool fand, weil da der Schwerpunkt war. So, jetzt lassen wir schmelzen. Gucken wir nach Eisen. Ich brauche unbedingt Eisen, um diese Fläche ein bisschen mit einer Sense zu bearbeiten, dass wir da ein bisschen mehr sehen, dass es angenehmer ist dann zum Bauen. Ja, da müssen wir mal gucken, wo wir hier eine Eisenader haben. Da haben wir schon so ein bisschen rausgemörpelt aus dem... Hatte ich jetzt eigentlich Kohle dabei? Ich hatte doch hier 18 Kohle, okay. Weiß noch nicht, wofür ich Kohle brauche. Guck mal, ist da eine Höhle drin in dem Berg? Das wäre natürlich auch interessant. Können uns, glaube ich, sogar... Oh. Oh, wir können uns sogar spontan eine Fackel bauen, glaube ich. Lichter. Da können wir hier eine normale Fackel bauen. Die können wir auch gleich mal in der Hand nehmen. Ach, haben wir schon. Ja, nun möchte ich aber ehrlich gesagt hier nicht runterfallen. Mir ein bisschen unheimlich. Kann man sich ja da so einen Weg reinblättern. Jetzt falle ich gleich runter, wa? Nein! Ach du Kacke, ich bin gestorben. Wieder was dazugelernt. Hoffentlich spawnen wir jetzt bei unserem... Ah ja, okay. Gut, das war ja dann nicht so dramatisch gewesen. Gott sei Dank haben wir schon unseren Spawnpunkt gesetzt gehabt. Erste Mal Sturm, ich glaube es nicht. Oh, so lernt man immer wieder was dazu. Aber ist hier nicht so dramatisch. Was haben wir da? Einen Riesenhasen? Guck mal da hinten, das sieht aus wie ein Riesenhase. Ist der hier drin? Der ist hier reingebackt in den Felsen. Ist ja krass. Mystisch. Echt mystisch. So, ich brauche jetzt unbedingt Eisen. Ich brauche unbedingt Eisen und dabei darf ich aber auch die Orientierung nicht verlieren. Da hinten, das sieht mir doch ein bisschen nach Eisen aus da. Jo. Ach du Scheiße, mein ganzes Inventar ist weg. Weil ich gestorben bin. Mist. Das ist natürlich nahrungstechnisch nicht so gut. Wir hatten ja schon einiges. Also macht es auch Sinn, dann bei Zeiten eine Truhe zu bauen. Kann ja immer wieder mal passieren, dass man abstürzt. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir so ein bisschen Eisen farmen. Weil der vernünftige Mensch würde jetzt auch mal ein bisschen nach Nahrung noch gucken. So, ich denke mal hier noch ein bisschen. So, jetzt haben wir ein bisschen Eisen, aber Nahrung wäre jetzt nicht schlecht. Können wir von der Kuh Milch bekommen? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Nee, nicht wirklich. Ah, da haben wir schon mal ein Tomätchen, das ist gut. Ich weiß auch nicht, ob unser Zeug jetzt da unten liegt, wo wir runtergefallen sind. Habe ich jetzt auch nicht so die Muße, da nochmal runter zu klettern. Hier haben wir nochmal Kohle wahrscheinlich. Ja. Oder ist hier ein Bär? Alter, ein Bär. Ich will jetzt nicht gleich mehrmals sterben in einer Folge. Wenn wir uns mal wieder zurückdödeln. Na gut, jetzt habe ich ein paar Tomaten. Das könnte mir so ein bisschen weiterhelfen.
Vielleicht gehen wir mal da hinten noch rein. Da war, glaube ich, noch ein bisschen Nahrung. Gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen was schmelzen. Und zwar unser Eisen. 18, das ist doch cool, oder? So, 18 Eisen. Dürfte dann noch reichen für eine Sense. Einwandfrei. So. Mehr passt jetzt hier erstmal nicht drin. Da würde sich ja fast lohnen, dann bei Zeiten noch einen zweiten zu bauen. Wird einfach nicht dunkel. Verstehe ich jetzt nicht, warum es nicht dunkel wird. Weil ich das Spiel zwischendurch beendet habe und wieder neu gestartet habe vielleicht. Ich weiß es nicht. Gut, dann brauchen wir noch einen gewissen Holzvorrat. Aber wichtiger wäre jetzt, dass wir erstmal so eine Grundversorgung an Essen wieder haben. Da haben wir da einen Termitenbau. Nee, eine Felszacken. Na ja, gut, ein bisschen was zu essen haben wir. Ja, da sind nochmal Tomaten, oder? Ja. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht falsch Schaden kriegen. Ich würde tatsächlich bei Zeiten ganz gerne eine Truhe bauen. Lass uns mal noch ein Bäumchen fällen. Und dann gucken wir mal, inwiefern wir uns eine Holztruhe schon bauen können. Aber kann auch sein, dass wir da erst noch die Werkbank 2 bauen müssen. Leute, hätte ich, oh, der rollt aber jetzt sonst wohin. Bitte nicht so weit wegrollen. Sehr schön. Den Stamm werden wir mal erstmal drin lassen. Den können wir später nochmal weghauen, wenn er uns stört. Jetzt hat mich schon mal verlaufen, wa? Hier lang, oder? Eher zurück. Oh, jetzt höre ich schon die Grillen zirpen. Könnte bald dunkel werden, ich weiß es nicht. Da unten ist unser Lager. Wir gucken jetzt mal, inwiefern wir hier, doch jetzt wird es langsam dunkler, oder? Inwiefern wir hier eine Truhe craften können. An unserer Werkbank. Verschiedenes Leitern, Schilder. Ach, Schilder, cool. Wegweiser, cool. Kann beschriftet werden, geil. Metallschild, Metallschild. Steintafel, geile Sachen. Also, und das ist erst die Werkbank 1, Leute. So, verschiedenes. Mülltonne. Dient dazu, Items zu entsorgen. Waffen. Hilfsmittel. Nee, da ist jetzt bis jetzt nur. Warte mal, braucht man eigentlich für die Werkbank 2? Braucht man einen Haufen Eisen und Aluminium auch noch? Naja, das. Jetzt wird es dunkel. Ah, guck mal, die sind schon fertig hier. Die ersten Metallbahnen haben wir fertig. Sehr schön. So, wir können mit L hier so ein zusätzliches Licht bauen, damit ihr mehr sieht jetzt beim Let's Play. Wir könnten aber auch ein paar Fackeln bauen. Fackelhalterung aus Holz und Fackel, da brauchen wir Stock. Stock. Da müssen wir, glaube ich, erstmal Holz herstellen. Dann Stock. Dann können wir uns Fackelhalterungen bauen. Machen wir mal 4 Stück. Und Fackeln. 4 Stück. So. Fackelhalterung. Und Fackel. Oh, ich hatte da noch Metall, aber da gucken wir uns gleich mal. Gucken wir gleich mal. Wir machen hier erstmal schön Fackelhalterung rein.
Ich höre schon die. Hör schon die Uhus schreien. So, hier machen wir noch eine Fackelhalterung rein. Und eine dementsprechende Fackel. So. Jetzt haben wir schon so ein bisschen mehr Licht. Dann machen wir hier noch eine Fackelhalterung, obwohl es da relativ hell schon ist. So. Okay. Jetzt haben wir noch eine Halterung übrig. Die würde ich dann ja wohin machen? Wohin könnten wir die noch machen? Oder könnten wir vielleicht hier? Komm, lass uns die einfach hier hinstellen. Sehen wir natürlich nicht. Oh, ich sehe die nicht. Naja, ich glaube, die können wir auch so hinstellen, oder? Nee, Mist. Okay, da müssen wir erstmal sensen dann. So, was gibt's hier jetzt noch? Unser Eisen ist komplett fertig. Das ist schön, dann können wir gleich eine Sense bauen. Oh, die Folge ist zu Ende, sehe ich gerade. Dann werden wir die Sense in der nächsten Folge bauen. Was haben wir hier noch? Eisenerz und Erde. So, und ein bisschen Stein. Okay. Gut. Dann werden wir mal das Eisenerz hier noch reinlegen. So. Okay. Gut, Leute, das war's. Mit einem Blick in den Sternenhimmel verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal bauen wir eine Sense und dann wird hier schön der Bauplatz begradigt. Tschüss.